Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 Jenseits von Gotham. Und ich grüße heute die Sophia und den Maximilian. Ja. Willkommen hier. Und warum bin ich wieder auf der Basis? Ich wollte doch wieder zurück zu den Welten. Ich habe halt das Spiel danach geschlossen, also es tut mir leid. Na gut, dann gehen wir halt einfach zurück. Uns fehlen ja nicht mehr viele Welten. Und dann haben wir es auch hinter uns. So, hier müssen wir rein. Genau. Jo, 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 jo. Okay, reicht auch wieder. Ich bin in Lego Batman 3 immer so verrückt. Ich weiß auch nicht, warum ich da so verrückt drauf bin. Okay, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Also wir waren hier und wir waren dort hinten. Wohin gehen wir jetzt? Das ist ja den pinken Knock. Auf nach Knock. Mal gucken, was wir jetzt hier alles am Start haben. Ui. Ja, sieht doch nicht schlecht aus hier. Bisschen wie bei Star Wars. Knock, knock. Oh, hallo. Darf ich Ihnen eine Führung anbieten? Nein, danke. Ich habe keinen Bock, wieder von dich beladen zu werden. Du bist nämlich nervig. Hä, warum springt... Warum läuft der so langsam? Ganz komisch. Na, egal. Welchen Charakter nehme ich denn? Hier irgendeiner, der fliegt. Nehmen wir wieder Killermotte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal sich hier umsehen. Irgendwie sieht dieser Planet genauso aus wie der letzte. Jawohl, Adam West, ich hab dich schon gesehen. Hä, hey, der sieht ja wirklich genauso aus. Okay, hier ist ein bisschen Grünfläche, das finde ich schön. Da ist auch ein bisschen Abwechslung, aber ansonsten ist der Planet irgendwie voll boring. Also muss ich ehrlich sagen, weil das ist jetzt nichts Großartiges hier. Na gut, aber trotzdem können wir hier mal ein bisschen Ramazamba machen. Gut, hier wieder dieses Fahnenspiel, was eigentlich ziemlich einfach ist. Wenn der Charakter mal die scheiß Fahne abschießen kann. Danke. Na, hier runter. Nein! Schieß doch! Ja. Junge, Junge. Und die letzte, komm. Jawohl. Nice. Ich bin halt einfach der Fahnen-Champion. Mit Fahnen kenne ich mich gut aus. Okay, was denn hier? Ui, Alter, hier ist eine Höhle. Okay, vielleicht ändere ich meine Meinung doch. Ui, wo bin ich denn hier denn? Okay. Ich brauche wieder einen Elektro-Typ. Nehmen wir doch den Joker. Tschub, 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 tschub. Und was soll ich jetzt mit dem Strom anfangen? Ah, da oben. Hab's gesehen. Kann ich den auch so lasern? Tatsächlich. Kann die Kamera mal ein bisschen höher gehen? Jawohl. Oh Gott, ich brauche ja noch mehr. Tatsächlich. Kann ich auch einfach hier... Nee. Joker kann das leider nicht. Muss halt Batman das machen. Und hier haben wir die nächste Elektrostation. Reicht das jetzt? Achso, ich muss ja wieder so ein Ding, so ein Teil finden. Ist das hier nirgendwo? Killermotte, guck dich mal um. Nee, vielleicht außen. Hier irgendwo? Ah, ich hab's gefunden. Hab's gefunden. Kein Problem für mich.
Und dann fehlt uns nur noch ein Lichtlein und dann haben wir's. Gut. Aber hier unten können wir noch rein. Dort ist ja eigentlich auch easy. Killer Croc macht das schon. Damn! Das hat er da reingeschrien gerade. Aber Killer Croc passt da nicht durch. Nein! Boah, ich dachte schon. Alter, der war kurz stuck. Ach, da unten muss ich ja auch noch Elektro machen. Warte. So, ging das jetzt noch? Ah, jetzt. Und da haben wir es auch. Also diese Rätsel sind immer so schnell zu lösen. Also das dauert vielleicht nur eine Minute und dann hat man es. Aber hier ist auch wieder so ein Elektroteil. Ich weiß nicht, wofür das jetzt ist. Vielleicht für die Leute, die diesen roten Stein dafür noch nicht haben. Weil wenn man den roten Stein dafür nicht hat, dann muss man die ganze Zeit das Elektro aufladen. Und das ist halt ziemlich nervig. Zum Glück habe ich das nicht. Das Problem ist weg für mich. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen rumfliegen. Weil sowas schadet doch nicht. Scheiße. Ach Mann. Kann ich auch ein Rennen mal gut machen? So, ja. Wieso lässt er denn direkt los? Oh, da geht's ja auch noch mal runter. Warte, das will ich gleich mal sehen. Was ist hier vorne? Achso, das ist da unten. Okay, warte mal. Hui. Schick. So, hier kann ich gleich mal Green Lantern benutzen. Gut, ich bin der Bohrer, der Boris. Oh, Kelleberg. Wer ist er? Kenn ich nicht. Kann ich den freischalten? Nee, zu teuer. Aber wir haben es fast, oder? Ein paar Münzen und dann haben wir's. Jawohl. Kelleberg. Der sieht aus wie mein Vater. Nein, Spaß. Sorry. Das war gemein. Ist ja vielleicht so ein Wrestling-Star. Da oben kann ich was machen. Guck mal. Killermotze, einmal bitte helfen. Ja. Passt. Naja, hier ist Cyber benutzen. 25, ja, verstehe. Ach so. Komm mal nur hoch. Ja, das ist nichts Besonderes. Das darf einfach nicht passieren. Ich bin doch im Fernsehen. Wo bist du denn, Sandy? Jetzt sag ich auch noch Sandy. Adam West meine ich natürlich. Bist du denn? Wo bist du denn? Ich würde das gerne mal rausfinden. Fliegen mal diese Motten rum. Was wollen die hier? Da ist noch einer. Und die letzte im Bunde, wo ist sie? Ah, komm. Kannst du jetzt mir auch mal noch zeigen, wo die ist? Ah, da ist sie. Richtig ekelhaft versteckt, Alter. Hallo! Will mich denn keiner retten? Ja, Adam West, kannst du dich mal zeigen, bitte? Ich würde dich gar gerne retten, aber ich sehe dich nicht. Das ist das Ding.
Ist hier irgendwo irgendeine Wand. Egal. Ich geh jetzt hier rauf. Hab keinen Bock mehr. Hier zeigt der Pfeil nach unten. Was ist denn hier unten? So. Hä, bin ich gerade im Kreis geflogen? So genau derselbe Ort, wo ich gerade war. Ich bin tatsächlich im Kreis geflogen. Wie mir sowas passieren kann, das frage ich mich echt. Alter. Oh, echt peinlich von mir. So, Cyborg, ich will mal sehen, wie du fliegen kannst. Der Himmel ist voll schön, Alter. Das könnte so ein Windows 11 Hintergrund sein. Ist echt beautiful. It's so beautiful! Yeah! 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 Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Gut, haben wir das jetzt auch noch geschafft? Weil eigentlich finde ich diesen Planeten wirklich boring. Wie kommen wir hier rein? Hier ist so ein Kabel, das führt nach unten. Dann einmal nach unten bitte, wenn ich dürfte. Hier ist ein kleiner Weg. Okay, wo führt der mich hin? Aha, in unserem Kreissattel. Gut, das hat mir jetzt nicht geholfen. Und unter der Erde ist anscheinend wieder irgendwas. Aber ich komme nicht unter der Erde. Das ist scheiße. Was war mit ihm gerade los, Alter? Habt ihr das gesehen, der war mit dem Kopf unter der Erde. Ah, hier kommt man ja wieder runter. Warte mal. Vielleicht, wenn ich hier runtergehe, dass ich immer so einen Eingang finde. Nee. Ich glaube, hier kann man nichts mehr finden, oder? Das sieht eher schlecht aus. Ja. Kannst du ja nichts finden. Ich möchte noch was finden. Oh, hallo. Darf ich Ihnen eine Führung anbieten? Nein, darfst du nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Oder wir machen heute mal zwei Planeten. Komm, dann machen wir das mal. Weil hier ist irgendwie nichts Spannenderes da. So, aber wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich muss den Ausgang wieder finden. Wo ist das verdammte Portal? Nee. Boah, hier ist noch was. Hier ist noch was. Immer jede Ecke absuchen. Ach Gott, keine Schießübung. Ach so, das war ja einfach. Hätte mal mir jemand sagen können, dass es so einfach ist. Ja, ich hab's gefunden. Ja, jetzt halt mal die Klappe, ich will nach Hause. So. Dann besuchen wir noch einen Planeten. Da haben wir zwei in einer Folge. Dann machen wir hier gleich die Reihe fertig. Also hier zum nächsten. Das ist Odem. Mal gucken, was mit Odem hier los ist. Ich hoffe, der ist mal anders als die anderen Planeten. Und ja, es geht. Führungen zum sagenhaft günstigsten Preis, nämlich umsonst. Wo der sieht schick aus. Guck mal, der sieht wirklich schick aus. Okay, hier runter kann ich nicht. Der hat eine geile Musik. Ach, hier ist dieses Raumschiff, was in der Story abgestürzt ist. Alter.
Das ist echt geil. Hier mit der Wildnis. Und der ganzen Natur. Und hier haben wir mal direkt zwei Fackeln angezündet, um ein Motorrad zu bekommen. Ein schönes pinkes Motorrad. Wie schön. Das lässt sich doch gerne mitnehmen. Komm, machen wir hier doch gleich ein Foto. Obwohl, das sieht scheiße aus. Sieht das in einer... Wer denn weiß, kannst du mal kurz die Klappe halten? Ich will irgendwo ein schönes Bildchen machen. Ja, doch machen wir hier von dem Gebäude. Hier von dem Kerl, ja. Kann die Kamera bitte mitkommen? Was ist denn das? Jetzt. Ich kann nicht Foto machen, weil die Kamera komplett am Spinnen ist. Ich kann sie auch nicht komplett drehen, das ist auch bescheuert. Hallo. Ja, mach mal einfach so hier. So. Oh, so etwa. Na gut. Thumbnail gemacht. Dann fliegen wir aber weiter. Oh ja, gleich wieder im Wettrennen. Macht immer Spaß. Wird nie langweilig. Zack, zack, zack. Zack. Bekomme ich denn heute zack. 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 Och nee. Zack. Und das letzte. Ja, hallo. Das schmeckt doch richtig. Was ist denn das hier für eine kleine Dorfgegend? Bisschen hier wie in Jumanji. Du sollst nicht einfach in der Luft rumhauen. Die Luft hat dir nichts getan. Zehn davon, Junge. Die haben es auch hier mit ihren Flaggen. Aber der Flaggenexperte schafft das schon. Da ist noch einer. Da, ich sehe noch die anderen. Ne. Schieß doch. Da fehlt mir noch eine. Da. Gut. 63 habe ich schon. Hier kann man Flash benutzen. Oder Kid Flash. Nehmen wir lieber Kid Flash. Bodenführungen zum sagenhaft günstigsten Preis. Och nee. In den Abgrund. Aber alles noch im grünen Bereich. Alles Paletti. Zack. Zack. Oh. 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 Oh yeah. Mit gewagten Sprüngen hier umgehen. Ah. Nice. Ich bin einfach Akrobat. Wie komme ich hier weg? So, ich kann auch einfach die Killermotte nehmen und dann kann ich wegfliegen. So einfach geht's. Ich habe eine Silberkiste. Da will ich doch mal reingucken. Was ist denn so für ein Vieh? Ja. Weg mit dir. Was bist du für ein Vieh? Ich glaube, hier lebt einfach alles.
Jede Pflanze lebt hier. Mach kaputt, Destin. Und was hat es jetzt gebracht? Hä? Was hat das jetzt gebracht? Na toll, bin jetzt hier. Hä? Was ist denn das? Hier ist einfach nichts. Hier ist auch nochmal ein schickes Haus. Ach, dass ich sogar aufbauen kann. Das wusste ich sogar gar nicht. Sehr viel Geld. Das ist das Haus des Geldes. Ich kann mir in jedes Haus reinstürmen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Hier ist auch nochmal Geld. Geld, Geld, Geld. Oh, wie schnell der rennt. Zum sagenhaft günstigsten Preis, nämlich umsonst. Jo, der überspringt ja den ganzen Planeten. Guck dir das an. Der rennt, Alter. Oh. Aber selbst ich bin nicht mal so sportlich wie er. Aber na gut. Ja, mach halt so. Wie der ausspringt. Plop, plop, plop. Nice. Na gut, Leute. Dann will ich auch hier den Part beenden. Und ich springe erstmal in den Abgrund, genau. Und der fette, fette, riesige Sportlehrer mit großem Bart verabschiedet sich jetzt. Haut rein. Ciao, ciao.